Herzlich willkommen zu einem neuen SM Wi-Fi Battle. Diesmal spielen wir ein Rematch gegen Mo. Er hat dabei einen Flunkkäfer, einen Florges, einen Tutonator, einen Panzer-Aeron, einen Serpiroyal und ein Tektas. Ja, ich habe die Namen ein bisschen gelernt. Yay! Ich denke mal, dass er mit Panzer-Aeron leadet. Deswegen gehe ich in meine helle Leuchte. Ich denke mal nicht, dass er mit Tektas leadet. Das macht ja für mich eigentlich am wenigsten Sinn. Er zeigt Peace. Wir haben noch keine einzige Pose freigeschaltet. Nur mal so. Pokémon-Trainer Mo fordert dich heraus. Bitte Waifu. Oha, er leadet mit Flunkkäfer. Blutbedroher bringt mir jetzt nicht, aber die Flak müsste ich aushalten. Feuersturm wird ausreichen, weil ich Specs trage. Okay, er ruft zurück. Ich da nicht in Tutanator, aber ich will nichts riskieren. Okay, er geht in seine andere Fee. Sein Flogges. Oh, das hat schon viel Damage gemacht. Überlegen, was kannst du? Du kannst Mondgewalt. Wahrscheinlich Toxin und... ja. Hier in Smarty, weil gegen Smarty kannst du nichts machen. Außer jetzt predikten, dass ich in mein Roserade gehe und dann rausgehe in den Totonator. Okay, er geht für den Wisch. Ich bin wohl anscheinend mit dem Feuersturm zu viel abgezogen. Ah. Zeigt mir auch an, dass er Fokus hat. Gehe ich stark davon aus, dass du auf Protect drückst. Aber du könntest auch an deinen Flunkkäfer gehen. Nee, ich denke mal, du gehst auf den Protect. Doch, er geht raus im Flunkkäfer. Oder im Panzer-Aeron. Das habe ich ja ganz vergessen. Du legst wahrscheinlich Tarnsteine. Habe ich irgendwas, was Tarnsteine countert? Direkt nicht. Ich habe auch keinen Spinner mit sich gerade. Tarnsteine so oder so bekomme ich die. Aber gegen Bootjam kannst du nichts machen. Das heißt, ich muss beim Hin- und Herwechseln ein bisschen mehr aufpassen. Oder gehst raus für den Wirbelwind. Hätte ich doch angreifen sollen. Und ja, Poki ist auch in Ordnung. Ja, wirkungslos. Ich klicke die Giftspitzen raus. Auch wenn du jetzt noch Dings hast. Zwei Stahl-Pokémon. Oh, du spielst den Sturzflug. Ich weiß gar nicht, ob ich Belebekraft oder Dings spiele. Aber letztendlich egal. Ich denke mal, dass du nicht wieder auf den Belfort gehen wirst. Entweder wechselst du jetzt raus oder Wirbelwind. Aber ich denke, rausgehen in Flunkkäfer. Nee, er drückt auf Lockern, weil er prediktet, dass ich nochmal rein Giftspitzen mache. War schön zu wissen, dass du links drauf hast, da weiß ich, was ich rausnehmen muss. Das wird jetzt ein ekliges Match-up,
weil du wahrscheinlich nur noch Wind und Ruhe, ja. Ich brauche eigentlich nur den Burn. Wegen der Robustheit von Panzer Error. Ich hasse es, wenn ich auf Hex spiele. Aber ich möchte den Panzer Error in einer Runde rausnehmen. Ich kann ihn ja mit Skelabra und mit Roadjump rausholen. Du weißt, dass ich ein Wassermon bin. Ah, so kann ich dich nicht burnen, ja? Das ist doch schlau gemacht. Aber jetzt kann ich nochmal die Giftspitzen legen. Das Ding kein Hausbruch. What the fuck? Wusste ich ja nicht. Das war ja bewusst. Muss man nur jetzt Tutanata machen mit Hausbruch. Okay, wieder Wasser. Geht auf plus 2, ob das so gut ist. Du denkst halt deine Verteidigung stark, weil jetzt bist du minus 2. Ich weiß, du hast zwar eine gute Verteidigung, ob das wirklich gut ist. Ich bin ja komplett defensiv aufgebaut, aber trotzdem tut das weh. Jetzt musst du aber angreifen und hoffen, dass du mich mit plus 2 rausnimmst, weil sonst ist dein Tutanata futsch. Na, Z-Attacke. Uncool, Junge. Uncool. Also, für die Leute, die GPL verfolgen, hochboosten oder nach den Z-Stern benutzen, ist bei der GPL verboten. Ist aus gutem Grund so. Und nein, das ist bei mir nicht verboten. Ich wollte es nur mal erwähnen als kleines Nebenfact. Okay, du kannst Feuerattacken, Pflanzenattacken aus. Könntest du noch. Plus 2 Inhalt. Ich versuch's mal. Ich gehe für den Erdbeben. Ich bin Scarf. Er geht für den Draco. Und der Draco geht daneben. Oh, das ist fies, weil der Draco hat mich locker rausgenommen. Somit ist sein Tutanata futsch. Hier ein Panzeron, weil ich habe nichts gegen Panzeron gerade machen, weil ich Scarf bin. Aber das weiß er ja nicht. Das kommt trotzdem rein. Verdammt. Ich nehme an, dass du fürs Auflockern gehst. Ja, ich weiß, dass ich Scarf bin. Wo kommen wir? Du gehst fürs Auflockern. Dann gehe ich raus in helle Leuchte. Vielleicht habe ich ja Glück und du machst Wirbelwind und ich bekomme Garchomp wieder. Dann bist du auf jeden Fall nächste Runde K.O. Okay, er geht auf Auflockern. Er will auf jeden Fall seinen Burgess, denke ich, mal reinrufen. Ja, der Feuersturm ist immer safe die Wahl. Burgess tankt es. Wird dann wieder für den Wisch gehen? Nee, er bleibt drinne. Er opfert jetzt sein Panzer Aeron. Ja. Ich kann die Giftspitze ja nicht mal rauslegen. Für was braucht er es ja noch? Er könnte höchstens noch die Tarnschwelle rauslegen. Aber das Mann hat er bis jetzt nicht gesehen. Das heißt, er weiß gar nicht, dass ich noch Tarnsteine spiele. Auch Late Game. Oh, check das. Es ist blöd, dass ich jetzt Graf bin.
Ich gehe raus ins Zapdos. Macht er jetzt Schwertern? Er geht für den Aqua-Durchbruch. Ja, das macht die Hälfte. Oh, das ist scheiße. Scheiße für den. Wurschnabe oder Stromstoß. Stromstoß könnte mich selbst rausnehmen. Sein Boden-Pokémon bei. Nein, hat er nicht. Wie für den Wurschnabel, weil der Stromstoß, Elektroattacke offensichtlich ist. Okay, ja. Okay, da habe ich richtig gemacht. Jetzt musst du nur noch treffen. Danke. Tschüss. Ja, ich bin ein physisches Zapdos. Weil es einfach keiner erwartet. Mit Life Orb. Um noch mehr Damage rauszuholen. Ich glaube nicht, dass er das selbst wie vorher einfach opfern wollte, hat die Elektroattacke predicted. Sie kam einfach nicht. Das hast du natürlich qual der Wahl. Und gehst in deinen Flunkkäfer. Nein, den Flunkkäfer kann ich nichts machen. Nehme mal an, du gehst jetzt wirklich fürs Setup. Und plus zwei Dings würde ich nicht tanken. Aber ich kann hier mein. Ja, ich spiel einfach links. Mega. Mein Mega ist immer noch im Uber. Aber gut. Da das aktuelle Meter noch nicht ausgeglichen ist, ist das Knopf. Es pendelt sich ja immer noch ein. Kann Feenattacken. Weiß ich nur nicht. Wer jetzt für Dings geht. Vorjump. Bitte Vorjump triff. Okay, er geht für den Schwertanz. Okay, ich will den Erdbeben. Panzerion noch. Ich glaube, er hat kein Panzerion mehr. Das heißt, ich könnte safe für das Erdbeben gehen. Hat kein Panzerion mehr. Und Tieflag würde ich überleben. Meine ich. Also du hast ein richtig hartes Match, ne? Aber danke, dass du so wenig neue Mons mitgenommen hast. Kann ich wenigstens noch predikten. Ja, da würde ich auch lange überlegen. Gehe ich für den Tiefschlag? Überlebt er das? Oder gehe ich raus? Opfer was? Die starren voneinander an. Immer anmerken, ich finde Flunkifas Design einfach mega geil. Ich finde es aber auch irgendwie schade, dass durch ein einziger Megastein es direkt ins Ober kommt und Pio einfach direkt auf. Okay, er geht nicht mit den Tiefler. Somit ist sein Flunkiefer futsch. Das wundert mich, weil, in welcher Hinsicht hast du gedacht, dass du es überlebst? Wenn die Defensive ist, wäre vielleicht, aber man kommt. Mein Ding ist komplett offensiv. Ja, ein bisschen gesplittet. Oh, check. Ja, ich gehe weiter fürs Erdbeben, weil ich scarf bin. Und somit mein Tom einfach Opfer. Oh, süß. Das müsste eigentlich reichen. Ja, noch weniger als gedacht. Oh, du spielst Überreste. Nice Set. Ich glaube, spätestens jetzt musst du merken, dass ich gehofft bin.
könnte rausgehen, aber ich will keinen Schaden mehr auf meinen Zapfus. Unter denen haue ich den ja immer noch mit Rauhaut noch. Fast so viel Damage wie mit meinem Angriff. Und der geht raus. Vielleicht ist er die Fähigkeit. Ja, manchmal ist die Fähigkeit nicht gerade so okay. Auf Logis. Ja, das könnte natürlich wieder nice sein, die Kombo, weil jetzt kannst du auf Wisch gehen. Weil ich ja nichts mit meinem Boatjump mache, außer Erdbeben. Und Erdbeben tankt ein Logis locker, das wissen wir alle. Auch ohne Investment. What? Das tankst du nicht? Habe ich da was falsch gemacht? Habe ich falsch gedacht. Aber gut, ich dachte, ich würde eigentlich locker tanken. Aber gut. Hast du nur noch, Texas? Blutsauger. Ja, Blutsauger durch den Mob finde ich Blutsauger auch mega geil. Halt dich ein bisschen. Kriegst aber immer noch Award ab. Überlegen, Texas müsste langsamer sein als mein Zapdos. Ja, weil ich froh spiele. Bin nicht sicher. So, Sprungschuss. Ja, ich bin outspeede ihn. Kein Wunder, die meisten 7-Gen-Pokémon sind halt lahm. Und Sampire, das ist auch schnell. Also, richtig schön gespielt, Mo. Richtig schön gespielt. Und unser Zapdos überlebt sogar. Richtig schön. Also, GG, well played. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Und nur als kleine Info so nebenbei, wir haben heute die 900 Abos geknackt. Für die, die sich wundern, wo lange das bleibt. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.